Das hier ist die Samsung Smartwatch und diese wollen wir zurücksetzen. Wie das funktioniert, bleibt dran, wir zeigen es euch. Die erste Möglichkeit von oben nach unten ziehen, so, also von oben nach unten ziehen, dann haben wir hier das Zahnrad-Symbol, hier müssen wir drauf drücken. Dann nach unten scrollen, der nächste Punkt ist dann allgemein und hier müsst ihr dann runter scrollen bis zurücksetzen. Wenn wir da draufklicken, dann müssen wir das Ganze bestätigen, so, zurücksetzen, dann wird die Uhr zurückgesetzt und es wird alles gelöscht. Das ist die erste Methode. Es gibt aber auch eine zweite Methode und diese zeigen wir euch, wie das funktioniert, nämlich über das Smartphone. Und hier öffnet ihr eure App, die Samsung Galaxy Wearable App. Und hier gibt es nämlich dieselbe Funktion oder denselben Menüpunkt und dieser nennt sich hier allgemein. Und hier müsst ihr dann raufgehen und auch hier habt ihr dann zurücksetzen. Und wenn wir jetzt da draufklicken, dann werden wir eben hier nochmal gefragt, ob wir das auch wirklich machen wollen. Das bestätige ich. Und jetzt wird hier alles gelöscht und die Uhr wird zurückgesetzt auf Werkseinstellungen. Ihr seht, wie einfach das Ganze funktioniert. Innerhalb von einer Minute habe ich hier alles zurückgesetzt. Ihr habt Fragen zu dieser Anleitung? Dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technik Bauer sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.